Ja, es gibt Dinge, die verlieren ihre Faszination ziemlich schnell, sobald man sie nämlich begriffen oder durchschaut hat. Wenn wir zum Beispiel an einen Zauberer denken, der seinen Zaubertrick vorführt auf der Bühne, dann sehen wir das und wir sind vielleicht ganz begeistert und denken: Wow, wie macht er das? Wie hat er das nur hingekriegt, dass das so funktioniert? Aber vielleicht macht dir das dann keine Ruhe und du recherchierst ein bisschen im Internet und findest vielleicht ein YouTube-Video, das dir den Trick erklärt und dann denkst du dir, ach ja, so geht es also. Es ist ganz einfach und sobald du es durchschaut hast und das Geheimnis entdeckt ist, verschwindet die ganze Faszination und Begeisterung sehr schnell wieder. Das Gegenteil passiert, wenn wir uns mit Gott beschäftigen, wenn wir Gott kennenlernen. Wenn wir in der Erkenntnis Gottes, in der Erkenntnis seines Sohnes wachsen, da etwas mehr verstehen, dann wird seine Herrlichkeit immer heller scheinen. Und je mehr wir von ihm begreifen, je mehr wir von ihm verstehen, desto mehr sehen wir auch, was es da noch alles zu entdecken gibt. Also das Geheimnis, die Faszination, sie wächst, je mehr wir davon schon verstanden haben. Je besser du ihn kennst, desto mehr siehst du, dass es da noch weit mehr zu entdecken gibt. In diesem Sinne wollen wir uns heute in der Predigt mit 2. Mose 7, 2. Mose 7, Vers 8 bis Kapitel 10, Vers 29 befassen. Das ist ein sehr langer Text, es sind fast vier ganze Kapitel und aufgrund der Länge werden wir das ausnahmsweise jetzt auch mal nicht hier in ganzer Länge lesen. Es geht in diesem Abschnitt um diese neun Plagen, die neun ersten Plagen, die Gott in Ägypten wirkte. Und die letzte, diese 10. Plage, die heben wir uns dann noch auf für das nächste Mal. Es sind nämlich neun Plagen, durch die Gott sich offenbart. Neun Plagen auch, durch die wir Gott und sein Wesen besser kennenlernen. Wir lernen ihn kennen als einen ganz mächtigen, als einen starken Herrscher. Wir lernen ihn kennen als einen Gott, dem keine Grenzen gesetzt sind, der alles kann. Wir lernen ihn kennen als einen souveränen König, der über alles herrscht. Und auch als einen liebenden Vater, der alles tut, um seine Kinder zu befreien. Also statt der Textlesung jetzt mal im Schnelldurchlauf so ein kurzer Überblick über das, was in diesen Kapiteln geschieht. Ich bin eigentlich auch ganz guter Dinge, dass viele von euch das so ungefähr auch im Kopf haben, diese Geschichte auch kennen. Also deswegen nur ein kurzer Überblick. Mose und Aaron, sie hatten ja bereits den Pharao aufgefordert, auf Gottes Auftrag hin, auf sein Wort hin, sein Volk ziehen zu lassen. Und ja, sie waren dann beim Pharao mit dieser Aussage allerdings ja auf Granit gestoßen. Er wollte einfach nicht und so muss er nun die Konsequenzen spüren und Plage um Plage trifft ihn und sein Volk. Und dann kommen die ersten drei Plagen. Diese Plagen sind immer in so Dreierzyklen, die zusammengehören. Die ersten drei Plagen kommen: Das Wasser des Nils wird zu Blut. Es kommt eine Froschplage, überall wimmelt es von Fröschen dann danach, selbst noch in den Schlafgemächern des Pharaos, überall diese Frösche, ne? Und es quakt und wimmelt im ganzen Land. Und schließlich dann die dritte Plage, die Stechmücken. Also es surrt und fliegt im ganzen Land umher. Und immer wieder bekommt der Pharao auch die Möglichkeit, jetzt umzukehren, auf Gottes Weg einzugehen. Und Mose tritt auch für ihn ein, er betet für ihn um die Beendigung der Plagen. Aber wir sehen immer wieder, sobald es besser ist, weigert er sich erneut, das Volk ziehen zu lassen. Symptomatisch ist zum Beispiel Exodus 8, Vers 11, da heißt es: Als aber der Pharao merkte, dass er Luft gekriegt hatte, es wird wieder besser, die Plage ist weg, verhärtete er sein Herz und hörte nicht auf sie, wie der Herr gesagt hatte. Und so folgt dann eben der zweite Plagenzyklus, ne? Stechfliegen, soweit das Auge reicht, dann die Viehpest, die allerdings nur das Vieh der Ägypter trifft und die israelitischen Tiere ausspart.
Und schließlich als sechste Plage, dann gibt es so Blattern, also so Geschwüre auf der Haut. Und der Pharao, trotz eindringlicher Warnung, verhärtet er sein Herz erneut. Er lässt das Volk nicht ziehen. Und es folgt der dritte Plagenzyklus, schwerer Hagel, der Mensch und Tiere gefährdet. Also nicht nur so ein bisschen Graupelschauer, wie wir das hier manchmal haben, sondern wirklich richtig schwerer Hagel. Dann Heuschrecken, die die Vorräte auffressen. Und schließlich als neunte Plage eine beängstigende Finsternis. 3 Tage lang, die sich über dem ganzen Land Ägypten breit macht. Ein ganz klares Zeichen auch dafür, dass Gott Gericht übt, dass er Gericht hält über dem Pharao und seinem Land. Doch der Pharao, er ist inzwischen so gefangen in seinem verhärteten Herz, dass er jetzt nicht einmal auf seine Ratgeber hören will, die inzwischen nämlich mehr verstanden haben und ihm sogar empfehlen, jetzt schick doch dieses Volk endlich fort. Aber nein, er ist so verhärtet, so verrannt darin, dass er weiter stur bleibt. Und so endet dann dieser ganze Abschnitt jetzt in Kapitel 10, Vers 28 und 29, wie folgt. Der Pharao sprach zu Mose, geh von mir und hüte dich, dass du mir nicht mehr vor die Augen kommen sollst, denn an dem Tage, da du mir vor die Augen kommst, sollst du sterben. Er droht ihm hier nochmal. Mose aber antwortete, wie du gesagt hast, ich werde dir nicht mehr vor die Augen kommen. Und es ist klar eigentlich, zu diesem Zeitpunkt der Erzählung, ja, Mose wird nicht erneut vor den Pharao kommen, denn Gottes Kampf wird erfolgreich sein. Der Pharao wird das Volk schlussendlich ziehen lassen. Gott erkämpft also in diesem langen, langen Abschnitt für sein Volk die Freiheit gegen den mächtigen und sturköpfigen Pharao. Befreiung wird erkämpft, habe ich deshalb das Thema genannt, weil Gott hier für sein Volk kämpft. Befreiung wird erkämpft. Aber die Frage ist ja nun, diese spannende Geschichte von diesen Plagen damals, wie Gott auf spektakuläre Art und Weise gehandelt hat, was bedeutet das für uns heute? Was können wir da mitnehmen? Ich will 2 Punkte herausgreifen aus diesem langen Text, wo man noch viel mehr auch herausgreifen könnte, aber 2 Punkte scheinen mir ganz zentral zu sein. Der Pharao, der in Kapitel 5 noch ja, auf die Ansage des Mose, sein Volk ziehen zu lassen, ganz respektlos reagiert hatte. Wer ist denn schon der Herr? Der interessiert mich gar nicht. Er ist in diesem Abschnitt jetzt mit der Allmacht Gottes, mit seiner ganzen Kraft konfrontiert. Diese 9 Plagen sind Machterweise Gottes. Befreiung wird hier erkämpft durch den allmächtigen Gott. Und mit jeder Plage mehr, die geschieht, mit jeder Plage mehr, die hier stattfindet, wird offensichtlicher, es wird immer ja, klarer wahrzunehmen, wie groß, wie allmächtig und wie unbegrenzt dieser Gott ist. Mit jeder Plage wird es deutlicher, dass Pharao und dass die ganzen Götzen Ägyptens, gegen die sich Gott hier ja auch richtet in diesen Plagen, dass sie ihm nichts entgegenzusetzen haben. Man kann sich das mal klar machen, indem man sich mal diese Art der Plagen so ein bisschen vor Augen führt. Es wird deutlich, dass Gott Macht hat über die Wasser. Er verwandelt das Wasser in Blut. Aus dem Wasser kommen die Frösche auf einmal emporgekrochen. Und das ist aber nicht alles. Nicht nur die Wasser sind Gottes Territorium, über das er herrscht, sondern natürlich auch das Land. Die Heuschrecken, die als 8. Plage kommen, sie befallen wirklich das ganze Land und fressen alles kahl. Die Stechmücken, die Fliegen, sie zeigen, dass Gottes Machtbereich auch die Luft umfasst. Alles schwirrt und summt von diesen Insekten.
Die Plagen über die Vieh, von der Viehpest und dieser Blattern, dieser Geschwüre offenbaren Gottes Souveränität über Gesundheit und Krankheit. Der Hagel zeigt seine Macht über die Witterung. Und die plötzliche Finsternis verdeutlicht, dass Gott selbst diese kosmischen Begebenheiten beherrscht. Wenn man das dann liest und gesamt betrachtet, dann lässt das ja nur einen Schluss zu. Dieser Gott herrscht über alles. Dieser Gott kann alles. Anders als es bei den ägyptischen Göttern war, die eben nach damaliger Vorstellung immer nur so einen Teilbereich der Natur kontrollierten oder des Landes beherrschten, anders als bei ihnen sind diesem Gott keine Grenzen gesetzt. Und auch die ägyptischen Zauberer, die ja hier auftreten im Auftrage des Pharaos, sie konnten letztendlich nur zwei Plagen reproduzieren von diesen neun Plagen, die wir hier vor uns haben. Dieser Gott ist auch ihnen, auch aller magischen Kunst, weit überlegen. Er herrscht über alles. Er ist der Herr über das ganze Leben. Und was wir auch sehr deutlich sehen hier in dieser Geschichte, das ist, dass Gott selbst durch die Naturgesetze keine Grenzen gesetzt sind. Wir haben, glaube ich, hier einen der Abschnitte der Bibel vor uns, in dem wirklich ganz offensichtlich ist, in dem es glasklar deutlich ist, dass Gott übernatürlich handelt. Das ist unbestreitbar, wenn man diese Verse liest. Was hier geschieht, lässt sich nicht mehr durch normale innerweltliche Erklärungsmuster erklären. Natürlich wurde das immer mal wieder versucht. Da gibt es so Theorien auch, kann man nachlesen, dass Menschen dann gesagt haben, vielleicht war das so, dass das Wasser gar nicht zu Blut verwandelt wurde, sondern dass es nur rötlich schimmerte wie Blut und das könnte vielleicht der oder der natürliche Effekt gewesen sein. Oder vielleicht, dass diese vielen Frösche, diese vielen Mücken, diese vielen Stechfliegen eben auf natürlichem Wege entstandene Plagen sein, wegen des Wetters und der äußeren Umstände. Das Problem ist, ich glaube, es ist auch ziemlich offensichtlich eigentlich, das Problem ist, dass diese Erklärungsmuster dem biblischen Text nicht wirklich gerecht werden. Weil es hier ja auch ausdrücklich heißt, dass auf Moses Handeln hin die Plagen entstanden sind und auch wieder verschwunden sind. Ein Beispiel in Kapitel 8, Vers 5 und 6. Mose spricht zum Pharao: Bestimme über mich, wann ich für dich, für deine Großen und für dein Volk bitten soll, dass bei dir und in deinem Haus die Frösche vertilgt werden und alleine im Nil bleiben. Er, der Pharao, sprach: Morgen. Mose antwortete: Ganz wie du gesagt hast, auf dass du erfahrest, dass niemand ist wie der Herr, unser Gott. Also es wird ein konkreter Termin festgesetzt, morgen, und genauso geschieht es. Morgen verschwinden auch die Frösche. Wir sehen also, diese Plagen sind nicht einfach nur ein Trick oder vielleicht ein günstiger Zufall. Es ist wirklich Gott hier am Werk, der Anfang genauso wie das Ende bestimmt. Und darüber hinaus sind ja auch manche der Plagen beim besten Willen nicht natürlich zu erklären. Wie kann es sein, zum Beispiel, dass 3 Tage Finsternis herrscht über Ägypten? Wie kann das sein? Und wie kann es vor allen Dingen sein, dass während dieser 3 Tage der Finsternis, die über das Ägyptenland herrscht, in dem Gebiet, in dem die Israeliten leben, überhaupt keine Finsternis ist, dass es dort hell ist? Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass die Viehpest die Tiere der Ägypter befällt, aber nicht die Tiere der Israeliten? Wie ist das möglich? Für alles das gibt es nur eine Erklärung. Gott selbst wirkt hier in seiner Allmacht übernatürlich in diesen Plagen. Der Gott, der die Welt geschaffen hat,
Er sprengt hier die Grenzen dessen, was normalerweise möglich ist. Er sprengt die Grenzen der Naturgesetze und tut etwas, was eigentlich unmöglich ist. Diese Plagen sind Machterweise Gottes, weil sie echte Wunder sind. Sollte uns das eigentlich überraschen, dass Gottes Macht keine Grenzen gesetzt sind? Sollte uns das wundern, dass er Wunder tut und selbst die Naturgesetze überwindet? Kopfschütteln hier? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht, denn wir bekennen doch Gott als den, und alle Christen bekennen Gott als den Schöpfer dieser Welt. Als den Schöpfer dieser Welt, der alles gemacht hat, aus dem Nichts. Und zudem, wenn wir Jesus kennen, sollte uns das erst recht nicht überraschen oder irritieren. Denn Jesus selbst, als der Sohn Gottes, wird uns in der Bibel doch auch als der Herr über diese Welt und über die Naturgesetze offenbart. Jesus läuft über das Wasser. Nun, also normalerweise ist das nicht möglich. Aber Jesus läuft über das Wasser. Er versinkt nicht. Er befiehlt dem Sturm, dass er verschwinden möge, und umgehend geschieht das auch. Er sorgt dafür, dass auf wundersame Art und Weise 5000 Menschen satt werden von 5 Broten und 2 Fischen. Und es gibt noch 12 Körbe Reste. Normal ist das nicht. Jesus ist der Herr über die Schöpfung. Was auch immer er befiehlt, das geschieht. Was auch immer er ausspricht, vollzieht sich augenblicklich. Dass Jesus fähig ist, all dies zu tun, dann übrigens im Neuen Testament, und dass wir davon lesen, das ist übrigens ein klarer Beweis davon, dass in Jesus Christus dieser Gott, der die Welt geschaffen hat, dieser Gott des Exodus, dieser Gott dieser spektakulären Plagen, in Jesus Christus als Mensch auf diese Welt gekommen ist. Erneut beeinflusst dann nämlich Gott durch Jesus, durch seinen Sohn, die geschaffene Ordnung dieser Welt zum Wohl, zum Segen für die Seinen. Und darum schreibt Paulus dann auch in Kolosser 1, Vers 16, denn in ihm, in Christus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Er ist der Herr. Er kann das alles tun, er kann das alles überwinden, gar kein Problem, weil er es geschaffen hat, weil es durch ihn und zu ihm geschaffen wurde. Also ist eigentlich ganz gleich, ob wir hier auf diese Plagen blicken, jetzt im 2. Buch Mose, oder ob wir auf die Machterweise Gottes blicken durch Jesu Wirken dann später. Es gibt eigentlich nur eine vernünftige Reaktion auf das, was man hier liest. Nämlich großes Staunen. Wow. Wow. Was für ein großer Gott. Was für ein mächtiger Gott. Was für ein starker Gott, der diese ganzen Dinge tun kann. Der das kann. Von einem Tag auf den anderen. Millionen Frösche und dann sind sie wieder weg. Hagel. Von einem Tag auf den anderen, Finsternis, einfach so. Was für ein starker Gott. Wer sonst außer dem allmächtigen Gott kann Himmel und Erde dazu bringen, ja, seine Wünsche zu erfüllen? Wer kann das? Wie die Jünger Jesu dann später sagen, wer ist der? Auch Wind und Wellen sind ihm gehorsam. Vielleicht geht es dir so ähnlich wie mir und du bist sehr vertraut mit diesen Geschichten. Mit diesen Geschichten aus dem 2. Buch Mose zum Beispiel. Und du bist vielleicht so vertraut mit diesen Geschichten, dass du das so, ja, so achselzuckend halt hinnimmst. Ja, das ist halt so, klar. Mancher von uns ist von klein auf mit diesen Geschichten aufgewachsen. Gewaltige Plagen, der spektakuläre Durchzug durchs Rote Meer, Jesus, der auf dem Wasser wandelt, bis hin zur Auferstehung Jesu. Ja klar, so what? Ist halt so, ne? Weiß ich doch. Wir kennen das. Wir haben uns dran gewöhnt. Diese Geschichten, sie locken uns nicht mehr hinter dem Ofen hervor. Da ist vielleicht die Faszination und das Staunen einfach so ein bisschen eingeschlafen.
Es ist vielleicht ein Stück weit so, wie man das in manchen Touristenregionen bei den Einheimischen beobachten kann. Ich weiß nicht, ob dir das vielleicht schon mal aufgefallen ist, wenn du irgendwo hinfährst in eine Region, die sehr touristisch geprägt ist und ja, wo die Leute einfach zu Massen hinreisen und dann in Scharen vielleicht die Berge rauf und runter rennen oder zu der Steilküste pilgern oder an das Museum gehen oder was auch immer jetzt das Besondere an dieser Region ist. Völlig egal. Die Touristen sind begeistert und knipsen überall Fotos und ja, sind einfach hin und weg. Aber die Einheimischen, die da leben, tja, die fahren tagtäglich an all diesen spektakulären Attraktionen regungslos vorbei, die man in jedem Reiseführer nachlesen kann. Und ja, sie nehmen es kaum noch wahr, ne? Man hat sich so dran gewöhnt. Man ist so drin in seinem Alltag, dass man das Schöne, das Spektakuläre, das Sehenswerte, für das andere Leute anreisen, ne? Hunderte Kilometer vielleicht einen Flug buchen, dass man das kaum noch wahrnimmt. Und unsere Vertrautheit mit den biblischen Geschichten, sie kann auch zu einem ähnlichen Effekt führen. Dass Geschichten wie diese kaum noch eine Reaktion bei uns hervorrufen. Und so glaube ich, ist es gut, dass man sich Geschichten wie diese dann auch noch mal ansieht. Sie sind eine wichtige Erinnerung daran, wer Gott ist und wie Gott ist. Dass er ein Gott ist, der Wunder tut. Dass er ein Gott ist, der große Macht hat. Dass er ein Gott ist, der Kraft und Stärke hat, der allen Mächten dieser Welt überlegen ist. Und es ist vielleicht dran, dass wir ein Stück weit mal zurücktreten müssen, solche Texte bewusst in Ruhe langsam lesen müssen, und uns mal vorstellen, was da eigentlich geschehen ist damals. Vielleicht uns auch fragen, wie hätte ich das denn erlebt? Wie würde ich das denn erleben, wenn so etwas vor meinen Augen geschehen würde? Und dann machen wir uns klar, der Gott, der damals zu Moses Zeiten diese spektakulären Taten vollbracht hat, er ist verbunden. Ja, er ist derselbe Gott, an den wir heute glauben. Er ist derselbe Gott. Und er ist derselbe Gott, zu dem du sprichst, wenn du betest, wenn du die Hände faltest und ihm deine Anliegen nennst. Es ist derselbe Gott. Unser Gott ist wirklich so, bis auf den heutigen Tag. Er ist wirklich so, wie hier beschrieben. Der Gott des Exodus ist der gleiche Gott, zu dem auch du gehörst, wenn du an Jesus glaubst. Wir sehen durch diese Plagen, wer Gott ist. Und wie Gott ist und was ihm alles möglich ist. Die Befreiung wird erkämpft durch den allmächtigen Gott. Wow! Wie wunderbar! Wie großartig ist doch unser Herr! Die Befreiung wird erkämpft durch den allmächtigen Gott. Erster großer Punkt. Zweiter Punkt, den ich hervorheben will, die Befreiung wird erkämpft. Das Ganze ist auch ein Signal für alle Welt. Die Plagen sind nicht nur Machterweise Gottes, sie sind auch eine Botschaft an verschiedene Gruppen. An den Pharao und die Ägypter, an die Israeliten, aber letztendlich an alle Menschen auf der Welt. Die Plagen sollten den Pharao und Ägypten insgesamt natürlich dazu bewegen, Israel in die Freiheit zu entlassen, und so geschieht es ja am Schluss dann auch. Sie waren also als ein Signal zu verstehen, dass Gott stärker ist und dass sie sich seinem Willen beugen sollten. Ja, schon die erste Plage hat das ganz klar gemacht. Hier, das Wasser des Nils wird zu Blut. Also die Ägypter bekamen ein großes Problem dadurch. Die Grundlage ihrer ganzen Zivilisation, dass die so großartig gewachsen war, das war ja der Nil, das war dahin. Und nicht nur das, sondern dieser Fluss, der ja auch zur Todesfalle der Israeliten werden sollte, wenn wir an Kapitel 1 zurückdenken, ne, wo man die israelitischen Babys dort ertränken sollte. Dieser Fluss wird auf einmal jetzt hier zur Quelle des Ärgers für die Ägypter. Wie hätte Gott sich deutlicher zu Wort melden können? Wie hätte Gott deutlicher den Pharao auffordern können, sein Volk ziehen zu lassen?
Ja, die Plagen, sie sind eine Botschaft für den Pharao und ganz Ägypten. Und dass sie eine ganz deutliche Botschaft sind, das sehen wir auch an dieser Art der vielen Plagen. Zum Beispiel ist es interessant wahrzunehmen, dass ja viele Plagen das Tierreich umfassen. Frösche überall, Fliegen, Mücken, Heuschrecken und so weiter. Jetzt überlegen wir mal, dass Gott eigentlich ursprünglich der einst in der Schöpfung den Menschen über die Tierwelt gesetzt hatte. Er sollte herrschen über alles Getier, so heißt es in 1. Mose 1, Vers 28. Das ist die natürliche Ordnung. Der Mensch herrscht über diese Tiere. Und das ist die natürliche Ordnung, die auch die Ägypter so kannten und ganz selbstverständlich so vorausgesetzt haben. Und dann hier, hier ist es auf einmal andersrum. Hier wird das auf einmal gedreht. Die Tiere werden auf einmal zum Problem für die Menschen, für die Ägypter. Es ist nicht mehr der Mensch, der die Tiere bestimmt, sondern es ist ja eher umgekehrt, dass die Tiere den Menschen ja dominieren, unterdrücken, ihm Probleme bereiten. Also wir könnten auch sagen, wenn wir das hier so theologisch betrachten, dass die Plagen im gewissen Sinne so eine Umkehrung der Schöpfungsordnung sind. Nicht mehr der Mensch steht hier an der Spitze, sondern die Tiere. Und vor allen Dingen gucken wir, was für Tiere sind das. Es sind die Insekten, es sind die Kleintiere, die an der Spitze stehen. Ausgerechnet sie. Wie hätte Gott sich deutlicher zu Wort melden können? Wie hätte Gott deutlicher dem Pharao zu verstehen geben können, dass er sein Volk jetzt ziehen lassen soll? Die Plagen, sie sind eine Botschaft für den Pharao, für ganz Ägypten. Und dann sehen wir diese anderen erschreckenden Plagen. Gewaltige Hagelstürme, böse Geschwüre, Wasser zu Blut. Interessanterweise sind das auch Dinge, die in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel als Gerichtszeichen Gottes angekündigt sind. Das ist sehr spannend, dass es hier wirklich so eine Verbindung gibt. Aus dem zweiten Buch Mose von diesen Plagen hin zur Offenbarung. Ich glaube, dadurch wird deutlich, dass die Plagen nicht nur ein Signal sind, ja damals für den Pharao, für ihn und seine Situation, natürlich auch, sondern dass sie breit betrachtet ein Signal sind für alle, die sich gegen Gott gerichtet haben. Weil die Plagen deutlich machen, dass Gott einmal Gericht halten wird. Dass er einmal Gericht halten wird. Und eigentlich können wir so die Plagen als eine Vorschau sehen auf das Gericht Gottes, als ein lauer Abklatsch des eigentlichen Gerichtes Gottes über diese Welt, wovon wir ja in der Offenbarung lesen. Und bis dahin gilt es umzukehren. Umzukehren von unseren selbstsüchtigen Wegen, umzukehren auf Gottes Weg. Wir lesen in der Apostelgeschichte zum Beispiel in einer Predigt des Paulus: Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Die fürchterlichen Plagen des Exodus, sie sind auch ein Ruf, sie sind ein lauter Aufruf, zu Gott umzukehren. Zu Gott umzukehren, Konsequenzen zu ziehen, die Richtung zu ändern. Es ist der Ruf an alle, die sich gegen Gott gewendet haben. Und damit sind ja nicht nur die ganz großen Bösewichte dieser Welt gemeint. Na, vielleicht denkst du das, ich bin ja gar nicht wirklich gegen Gott. Er ist mir vielleicht nicht so wichtig. Vielleicht ist er mir auch ein bisschen egal. Jedenfalls, und das ist doch das Wichtigste, er stört mich nicht. Ich bin ja kein aggressiver Atheist oder sowas. Aber auch wenn du so denkst, dann hast du dich eigentlich schon gegen Gott gerichtet. Weil du ihm seinen Platz in deinem Leben, den ersten Platz, der ihm zusteht, weil er dich geschaffen hat,
weil er dich ins Leben gerufen hat, weil du ihm diesen ersten Platz streitig machst. Aber das muss nicht so bleiben. Das muss ja nicht so bleiben. Gott gibt jedem die Möglichkeit, und auch das sieht man ja hier beim Pharao, wie oft er die Chance bekommt, Gott gibt jedem die Möglichkeit, umzukehren. Und durch Jesu Tod am Kreuz haben wir die Möglichkeit, dass uns die Schuld vergeben wird. Und zwar auch diese Schuld, dass wir Gott abgelehnt haben, dass wir ihn ignoriert haben, dass wir ihn missachtet haben. Und so kann ich nur sagen, lass dich warnen an dieser Stelle. Nimm diese Warnung auch für voll. Ich meine, Warnungen haben ja eigentlich Hochkonjunktur im letzten Jahr. Es gibt ständig Warnungen. Und interessanterweise, viele Menschen nehmen die auch ernst und sind dankbar für Warnungen. Und verhalten sich entsprechend. Und achten auf ihre Gesundheit und so. Ihr wisst, was ich meine. Aber wenn Warnungen so wichtig sind, dann ist es doch auch gut und richtig, auch diese Warnung, die unser ewiges Leben betrifft, ernst zu nehmen, für voll zu nehmen. Die Plagen zeigen, wenn Gott von Gericht spricht, dann wird es ernst, dann wird es unangenehm. Da geht es um Leben und Tod. Lass dich warnen, gründe dein Leben auf Jesus, auf dieser richtigen Grundlage. Dann richtet sich aber Gott auch mit diesen Plagen, also sie sind auch eine Botschaft an sein eigenes Volk, an Gottes Volk, an Israel. Auch für sie macht er hier etwas deutlich. Er macht deutlich, wie wertvoll sie ihm sind, wie kostbar sie ihm sind, wie sehr er sie liebt. Er macht das deutlich dadurch, dass er unterscheidet in den Plagen. Sie richten sich nicht alle auch gegen Israel. Er unterscheidet zwischen Ägyptern und Israeliten, bei der Viehpest zum Beispiel, bei den Geschwüren, bei dem Hagel, bei der Dunkelheit. Alles das traf nur die Ägypter, nicht die Israeliten. Wie sehr muss uns unser Gott lieben, dass er uns hier verschont hat? Diese Erkenntnis sollte reifen bei den Israeliten. Und Gott spricht es auch immer wieder aus. Gegenüber dem Pharao, lass mein Volk ziehen, das ist mit ihnen in der Wüste. Lass mein Volk ziehen. Immer und immer wieder tauchen diese Worte in diesen vier Kapiteln auf. Und dann sehen wir ja, wie Gott alle Hebel in Bewegung setzt, wie er alle Register zieht, die Naturgesetze außer Kraft setzt, um wirklich den Pharao endlich dahin zu bekommen, dazu zu bewegen, dass er klein beigibt und sein Volk ziehen lässt. Er gibt nicht auf. Gott gibt nicht auf nach der zweiten, nach der dritten, nach der fünften oder siebten Plage. Nein. Er hält durch und er befreit sein Volk. Wie hätte Gott deutlicher seine Liebe zum Ausdruck bringen können, als durch diese Befreiungstat? Es gibt nur eine Tat, durch die Gott noch deutlicher seine Liebe zum Ausdruck gebracht hat. Nämlich durch Jesu Tod am Kreuz. Durch Jesu Tod am Kreuz und seine Auferstehung von den Toten. Da ist es nämlich dann Gottes Sohn selbst, gegen den sich Gott dann auf einmal richtet. Nicht gegen den Pharao wie hier, sondern Gottes Sohn selbst, gegen den er sich richtet und der nicht verschont wird, sondern der nicht nur Plagen ertragen muss, die wieder vorübergehen, sondern diesen ganzen Zorn Gottes trägt, die ganze Strafe trägt, die wir Menschen verdient hätten. Er erduldet das alles. Und Gott setzt da wirklich alle Hebel in Bewegung, koste es, was es wolle, koste es seinen Sohn, um die Seinen, alle, die an ihn glauben, zu befreien. Jesus trägt die Sünde, er trägt den Tod, damit du frei sein und leben kannst. Wie hätte Gott deutlicher seine Liebe ausdrücken können, als durch diese Befreiungstat? Als durch diese noch größere Befreiungstat, auf die der Exodus bei Mose noch hinweist. Wir lesen dann in Exodus 10, Vers 2, ich werde diese Zeichen tun, spricht Gott, auf dass du verkündigst vor den Ohren deiner Kinder und deiner Kindeskinder, wie ich mit den Ägyptern verfahren bin und welche Zeichen ich unter ihnen getan habe, damit ihr wisst, ich bin der Herr. Die zukünftige Generation soll hören von den Taten Gottes. Sie sollen erfahren von dem, was Gott getan hat,
von der Größe Gottes. Und das ist auch unsere Aufgabe, auch der Ruf an uns. Reden wir von Gottes großen Taten. Erzählen wir von den geschichtlichen Machterweisen Gottes. Damals bei Mose. Damals bei Jesu Tod und Auferstehung. Sprechen wir aber auch über die aktuellen Machterweise Gottes, wenn Gott sich in unserem Leben zeigt, wenn er sich in unserem Leben als der große Gott erweist, dem wir dankbar sind. Geben wir das weiter, wenn wir eine Gebetserhörung erleben. Sprechen wir darüber, wenn Gott uns Frieden geschenkt hat in einer Situation, in der man eigentlich keinen Frieden haben kann. Sprechen wir davon, wenn wir Versorgung erleben, in unruhigen Zeiten. Oder reden wir davon, wie gut es ist, in unsicheren Zeiten wie dieser sich geborgen zu wissen bei Gott, unserem Vater. Reden wir über die Hoffnung, die er uns schenkt, eine Hoffnung, die hinausreicht über dieses Leben. Die Plagen damals, so wie alle Machterweise Gottes in der ganzen Zeit, sie sind auch eine Botschaft für die Seinen. Immer wieder, ich bin mit euch. Ich bin bei euch. Ich bin da. Ich kümmere mich um euch. Auf mich könnt ihr euch verlassen und vertrauen. Davon wollen wir sprechen und daran wollen wir uns erinnern. Und zuletzt, die Plagen sind ein Signal auch an die ganze Welt. An die ganze Welt. Schon damals hier bei Mose ist es so gewesen. Wenn wir schauen auf Kapitel 9, Vers 15 und 16, da redet Gott zum Pharao und er macht etwas deutlich auch über seine Intention mit diesen Plagen. Gott spricht, denn ich hätte schon meine Hand ausrecken und dich und dein Volk mit Pest schlagen können, dass du von der Erde vertilgt würdest. Aber dazu habe ich dich erhalten, dass meine Kraft an dir erscheine und mein Name verkündigt werde in allen Landen. Also Gott sagt quasi, lieber Pharao, ich hätte mit dir, und da täuscht dich mal nicht, ich hätte mit dir auch einfach kurzen Prozess machen können. Ne? Schnips und die Sache wäre gegessen und mein Volk wäre befreit. Kein Problem für diesen Gott, der allmächtig ist. Das hat Gott nicht getan. Sicherlich, um dem Pharao auch die Chance zur Umkehr zu geben, aber nicht nur deswegen, sondern auch, damit alle Welt von diesem Gott und seinen großen Machterweisen hört. Alle sollten davon hören. Die Plagen sind nicht nur eine Botschaft für Ägypten, nicht nur eine Botschaft für das Volk Israel, sondern sie sind eine Botschaft für alle Menschen, die ganze Welt, für alle Landen. Seht her, ne? Seht her auf diesen mächtigen Gott, der dies alles zu tun vermag. Und in der Tat haben sich die Plagen und die anderen großen Taten Gottes dann auch herumgesprochen. Wir lesen zum Beispiel in Josua 2, Vers 10, die Hure Rahab, ne? Aus einem fremden Volk, sie hatte das mitbekommen und spricht dann zu den Kundschaftern. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat, vor euch her, als ihr aus Ägypten zog. Gottes Befreiungsaktion geschah nicht im Verborgenen, nicht hinter verschlossenen Türen, sondern sichtbar vor aller Welt. Sichtbar vor aller Welt. Und übrigens, auch Gottes noch größere Befreiungs- und Rettungsaktion, Jesu Tod am Kreuz und seine Auferweckung, geschah in der Öffentlichkeit, nicht im Verborgenen, nicht im Kämmerchen. Es gab einen Prozess damals. Es gab eine Verurteilung. Die Römer als die damalige Weltmacht, sie waren eingebunden in diese Geschehnisse. Es gab Zeugen der Auferstehung. Es waren nicht nur die Jünger, die das leere Grab Jesu wahrgenommen haben, sondern zum Beispiel auch die römischen Soldaten, die am Grab Wache hielten. Dass unser mächtiger Gott die Befreiung erkämpft, damals für Israel, vor 2000 Jahren für alle, die glauben, das ist eben nicht nur ein Signal an so ein paar wenige Auserwählte, nicht nur ein Signal für einige wenige Bestimmte, die das dann auf geheimnisvollen Kanälen irgendwie erfahren. Es ist die Botschaft für die ganze Welt. Es ist die Botschaft, die sich in der ganzen Welt ausbreiten soll. Und darum hat Gott auch wahrnehmbar in Zeit und Raum
geschichtlich eben gehandelt. Christlicher Glaube ist ja nicht nur so ein Denksystem oder irgendwie so eine Philosophie, die man teilen kann oder auch nicht, die irgendwie im Kopf nur entstanden ist. Nein, christlicher Glaube ergründet sich ja zentral auf geschichtliche, auf historische Ereignisse, auf Tatsachen, die passiert sind. Nämlich aus dem Grund, damit alle es sehen können und davon wissen können, davon hören können, das nachprüfen können. Hier ist der mächtige Gott. Er handelt. Er wirkt in dieser Welt. Er tut alles, um die Seinen zu befreien. Und wenn man sich das klar macht, dass Gott tatsächlich gehandelt hat in dieser Welt, würde das dann nicht eigentlich alles ändern? Hätte das nicht weitreichende Konsequenzen? Wir kommen zum Schluss. Wir hatten damit angefangen, mit diesem Gedanken, mit diesem Beispiel vom Zauberer, ne? Vom Zaubertrick, der seine Faszination verliert, sobald wir ihn durchschaut haben. Bei Gott ist es anders. Ihn durchschauen wir nicht, sondern je genauer wir hinsehen, desto mehr Facetten nehmen wir wahr von ihm. Und desto größer wird auch der Wunsch, ihn noch besser kennenzulernen. Unser Text, an dem es noch viel mehr zu entdecken gäbe, er zeigt uns Gott als diesen starken und mächtigen Gott. Befreiung wird erkämpft. Gott tut alles. Er setzt alle Hebel in Bewegung. Er überwindet die Naturgrenzen, die Naturgesetze, um sein Volk zu befreien. Nichts ist ihm zu schwer. Nehmen wir das wahr, diese Macht, diese Kraft Gottes. Machen wir uns das deutlich. Gehen wir daran nicht so achtlos vorbei, ja, wie die Einheimischen in der Touristenregion an ihren Attraktionen vorbeigehen und vielleicht gar nicht mehr wissen, was für Schönheiten es bei ihnen ums Eck zu entdecken sind, was es dann zu entdecken gibt. Nehmen wir das wahr. Lassen wir uns dafür begeistern. Und, dass die Befreiung erkämpft wird, das ist auch ein Signal für alle Welt. Ein Signal für den Pharao, für alle, die sich gegen Gott gerichtet haben, als eine Warnung. Der Tag des Gerichts kommt. Ein Signal aber auch für Israel und alle, die zu Gott gehören. Dieser Gott tut alles, um uns zu befreien. So groß ist seine Liebe. Und ein Signal für alle Welt. Schaut hin! Guckt, was hier passiert ist. Seht hin, wie groß dieser Gott ist. Seht, dass er wirklich handelt in dieser Welt, dass es ihn tatsächlich gibt. Setzt euer Vertrauen auf ihn. Amen.